Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal Arcom PC Technik Center und zwar mit dem Arcom Ultra Gamer Ryzen 5 3070, Arcom Ultra Gamer i9 3070 Ti 12. Generation und Arcom Ultra Gamer Ryzen 5 3070. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Ihr kennt das ja mittlerweile schon, ich schaue mir jetzt den ersten richtig an und die nächsten beiden, da gucken wir grob drüber und dann gucken wir uns da den Preisvergleich noch an. Starten wir zu immer erst mit dem Bild, das ist jetzt soweit nicht ganz fake, also es ist nah dran an dem, was verbaut ist. Bei der Grafikkarte lassen sie sich natürlich offen, was jetzt wirklich drin ist. Wenn man hier aber weiterklickt, sieht man hier unten diese Warnung, aber halt erst, wenn man weiterklickt, wenn man dieses Seitenbild hat. Das ist bei den anderen PCs auch so und da sieht man auch teilweise Unterschiede beim CPU-Kühler und so. Deswegen gebt auf die Bilder bitte nicht allzu viel. Es wird annähernd so aussehen, ja, die übertreiben jetzt nicht so krass, aber die Grafikkartenmodelle und so, da lassen sich halt die freie Auswahl und da weiß keiner so genau, was er bekommt. Starten wir mit dem Prozessor. Wir haben hier einen AMD Ryzen 5 5600X. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Zum Zocken ist das ein guter Prozessor. Zum Streamen, vor allen Dingen, wenn ihr AAA-Titel streamen wollt, würde ich schon einen stärkeren nehmen, auch wenn ihr über die Grafikkarte rendert. Es macht auf jeden Fall Sinn. Für E-Sports-Titel und so reicht das, klar, aber wenn ihr da irgendwie streamen wollt, AAA-Titel, was weiß ich, Assassin's Creed oder so, solltet ihr was Stärkeres nehmen. An und für sich eine gute Wahl. Es gibt im Moment nichts Aktuelleres bei AMD. Klar, es gibt bessere, aber nichts Aktuelleres. Das ist die aktuelle Generation. Bald kommen natürlich die 7000er-Varianten, aber bisher passt das soweit. Und der kostet 189 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, DDR4 3600 MHz, 2x8 GB. Da stütze ich mich ein bisschen auf das Produktbild, da war es der Corsair Vengeance ohne RGB, den packen wir jetzt auch so rein. 16 GB in der Preisklasse völlig normal, natürlich ohne schickimicki RGB bling bling, man kann hier auch nichts umkonfigurieren. 3600 MHz finde ich schon mal gut. Das ist das, was ich immer so ein bisschen kritisiere. Wir wissen natürlich hier die Timings nicht, es kann CL18 oder CL16 Speicher sein. Ich nehme jetzt sogar den CL16, der ist noch ein bisschen besser, vor allen Dingen bei der Taktrate. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl, kann man so lassen. Und der kostet 77,90 Euro bei Alternate. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6. Hier lassen sie sich das natürlich offen. Auf dem Bild war, glaube ich, eine TUF-Karte. Wir nehmen jetzt einfach mal eine etwas günstigere, eine Zotac Gaming GeForce RTX 3070. Die tun sich alle nicht so viel. Die sind vom Kühldesign ein bisschen anders, haben vielleicht ein bisschen Performance-Unterschiede von 5 oder 10%, je nachdem, ob der Chip übertaktet ist oder nicht. Ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte. Wenn ihr jetzt natürlich plant, irgendwie Cyberpunk auf über 100 FPS zu spielen, auf vollen Einstellungen, dann wird es da auch ein bisschen eng. Ein FPS ist dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber für die meisten Spiele wird die erstmal reichen. Und die kostet 553 Euro bei Mindfactory. Was den Speicher angeht, bekommen wir eine 1 TB SSD, wir wissen hier auch leider nicht, was wir bekommen. Ich nehme jetzt einfach mal zur Sicherheit eine Western Digital, die ist schon ein bisschen schneller, ist auch 1 TB, damit wir preislich auf einer sicheren Seite sind. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Das ist soweit okay. 1 TB finde ich ein bisschen wenig, aber ist in der Preisklasse auf jeden Fall noch in Ordnung. Müsst ihr halt selber wissen, wie ihr damit klarkommt. Und die kostet 78,99 € bei Mindfactory. DVD oder Kartenleser ist nicht mit dabei. Als Mainboard bekommen wir ein Gigabyte B550M DS3H. Ja, wir bekommen bei 1700 Euro immer noch ein Micro-ATX-Board. Ich habe es euch letztes Mal im Video gesagt, dass es solche Systeme gibt. Die schaffen es bei 800 Euro Systemen Full-ATX zu verbauen und hier verbauen sie ein Micro-ATX-Board bei 1700 Euro in einem Full-ATX-Gehäuse. Also ich weiß nicht, was das soll. Dazu hat das hier oben keine gekühlten Spannungswandler, nur hier an der Seite immerhin 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden, hier vorne auch noch. Hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Und den hier könnt ihr vielleicht noch benutzen für eine WLAN-Karte oder eine USB-Erweiterungskarte oder eine Capture-Card. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon-Kopfhörer Line-In, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss, HDMI und DVI werdet ihr hier nicht benutzen können, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Aber die Grafikkarte hat ja die Anschlüsse dafür, da schließt ihr sowieso alles dran an, das passt. Und einen PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist jetzt wieder so ein Board, das passt so in die Richtung 800, 900 Euro. System, irgendwie sowas, aber nicht 1700 Euro. Das gehört da einfach nicht hin, da hätte locker ein Full-ATX reingepasst, seht ihr auch gleich noch beim Preis. Und das kostet 89 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Thermaltake 5 Series V200 TG RGB und hier sage ich euch ganz klar,
lasst die Finger von diesem Gehäuse. Airflow-technisch ist da absolut nichts los. Das Ding ist komplett geschlossen, auch an den Seiten. Hier vorne diese drei Lüfter sind scheinbar nur Deko für RGB-Beleuchtung. Ihr seht auch hier seitlich ist es geschlossen. Wie gesagt, es kann sein, dass hier unten Lüftungsschlitze sind, aber selbst das würde nicht ausreichen. Ansonsten von der Größe her und so passt es natürlich, aber die Hardware wird da drin ersticken, über kurz oder lang. Das ist leider so. Also ist echt eine schlechte Wahl, was das angeht. Von der Bewertung her sieht man hier auch, hat eine Bewertung 2 Sterne. Ja, okay, aber nee, würde ich so nicht mitnehmen, auf gar keinen Fall. Und das kostet 61,84 Euro bei Digitalo. Das Netzteil ist ein Cooler Master MVI Netzteil, 750 Watt, 80 plus Bronze. Das hat eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Gut, das mit dem Kabelmanagement kann man noch drüber hinwegsehen, obwohl in der Preisklasse gibt es ganz oft modulare Netzteile. Hier fliegen die Kabel dann halt hinten im Gehäuse rum und normalerweise bei modularen Netzteilen werden die Kabel einfach weggelassen, liegen dann im Karton, dass sie nicht so viel Stauraum im Gehäuse verliert. 5 Jahre Garantie ist okay, 80 plus Bronze wäre auch besser gegangen, hätte man mal ein Goldnetzteil nehmen können und vielleicht auch einen besseren Hersteller wie zum Beispiel Be Quiet oder Seasonic oder so. Ansonsten 750 Watt reicht für das System aus. Und das kostet 56,90 Euro bei Amazon über SHS Computer. Hier haben wir noch 2 Jahre Garantie, okay, das ist Standard. Microsoft Windows 10 Home, 64-Bit ist mit dabei. Finde ich gut, dass es Windows 10 ist. Ja, ich weiß, wir haben schon Windows 11, aber Windows 10 reicht für diese Prozessor-Grafikkarten-Kombination locker aus. Klar, hättet ihr jetzt einen aktuellen Intel oder so, bräuchtet ihr Windows 11. Windows 10 ist aber okay und könnt ihr ja optional noch upgraden auf Windows 11 völlig kostenfrei. Von daher ist das okay. Und das kostet 38,99 Euro bei MyOM, bei meinem Partner deutlich günstiger. Als Prozessorkühler bekommen wir einen Thermaltake UX200A RGB Lightning. Den hatte ich noch nie hier. Der hat eine TDP von 130 Watt. Finde ich okay für diesen Prozessor, wenn diese Angabe stimmt. Hat noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, sieht auch schön fancy aus mit diesem Lüfter hier. Wie natürlich die Haltbarkeit des Lagers, des Lüfters ist und so, weiß ich nicht. Aber allein von dem Aufbau mit den Kühlermellen und so wird er wohl ausreichen. Also 130 Watt TDP, wenn die stimmen, reicht dicke. Und er kostet 28,90 Euro bei Equipa. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.174,52 Euro, das System soll kosten, 1.699 Euro. Da bezahlt ihr mehr als 500 Euro fürs Zusammenbauen. Normalerweise so eine Range von, sagen wir, 150 bis 200 Euro oder so ist okay, zumindest in dieser Preisklasse. Aber den Rest stecken die sich einfach ein. Und wir rechnen hier mit Endkundenpreisen. Die haben ja andere Einkaufspreise, je nachdem, welche Abnahmemengen die haben, auch bei solchen Netzteilen. Gerade Cooler Master bei solchen Netzteilen hat gute Preise. Wenn sie da irgendwie eine Menge abgeben an den großen Systemintegrator. Also ich finde das echt schade. Ihr könntet die Teile bei Mindfactory jetzt alle so raussuchen und euch für 150 Euro zusammenbauen lassen. Klar, dann ist es wieder so ein Thema mit der Garantie und so, aber das machen diese 300 Euro Unterschied dann auch nicht wett, wenn man den Zusammenbau noch mit reinrechnet. Dann haben wir noch einen zweiten PC hier, den Acom Ultra Gamer i3970 für 2.799 Euro. Schauen wir uns nochmal kurz die Bilder an. Hier wird viel geworben mit irgendwelchen Marken, das passt auch soweit. Hier haben wir so ein bisschen Hardware, da sieht man noch keine Warnmeldung. Wenn man jetzt aber weitermacht, sieht man hier unten, Hardware-Abbildungen können abweichen. Das heißt, schaut ihr euch nur das Bild an, rechnet ihr damit, es sieht so aus und guckt euch das nächste an, dann, naja, geht so. Wir haben jetzt mal fairerweise auch diese Grafikkarte genommen. Das ist eine Gigabyte-Grafikkarte. Das ist jetzt nicht die teuerste, auch nicht die günstigste. Das wird dann schon irgendwo passen. Auch bei der Wasserkühlung stand nicht bei, welche genau drin ist. Wir nehmen hier die 360er. Das Bild kommt aber schon nah dran, was ihr im Endeffekt dann auch bekommt. Der Prozessor ist ein Intel i9-12900K. Das ist im Moment so ziemlich das Höchste, was ihr kriegen könnt von Intel. Danach kommt noch der KS. Das macht aber keinen Sinn. Der 12900K ist schon ein ordentlicher Hitzkopf, den werdet ihr mit der Wasserkühlung, die hier drin ist, auch nicht gekühlt kriegen, keine Chance. Beim Zocken vielleicht solltet ihr auf die Idee kommen, ich kaufe mir dieses System jetzt, um viel zu rendern oder vielleicht mit Blender zu arbeiten oder so. Wird schwierig, also wird auf jeden Fall nicht ausreichen, diese Wasserkühlung. Hier haben wir auch 3600 MHz RAM, 32 GB, das ist okay in der Preisklasse. Eine 3070 Ti ist ein bisschen mager, hätte ich mir mindestens eine 3080 gewünscht. 2 TB SSD ist auch okay, hier wissen wir leider auch nicht, was wir genau bekommen. Es kann eine Kingston NV1 sein, es kann eine Western Digital sein. DVD-Brenner und Kartenleser ist natürlich nicht mit dabei. Das Gigabyte Z690 Gaming XDR4 ist eins der günstigeren Z690 Boards, passt aber zu diesem Prozessor. Ist in Ordnung. Das Silent Base 802 ist eins der geilsten Gehäuse, die ich hier in der Hand hatte. Ohne Scheiß jetzt, ich hatte es dreimal hier zum Bauen, in schwarz und in weiß. Es ist so ein geiles Case. Also solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch irgendwie ein Case zu kaufen, ihr mit dieser Größe klarkommt, ja, weil das Ding ist echt riesig, nehmt das 802er. Geiler Airflow, geil zu bauen drin. Wirklich, das ist keine bezahlte Partnerschaft oder so. Ich bin überzeugt von diesem Case. Wir empfehlen das ganz oft auch auf Discord. Unsere Berater sind überzeugt davon, die haben richtig Spaß darin zu bauen. Also wirklich, ist ein gutes Case. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, just say. Ein Be Quiet Straight Power 11 750 Watt, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Zumindest 850 Watt, vielleicht sogar 1000 Watt, weil der Prozessor ist echt ein Hitzkopf, kann sich einiges genehmigen, die Grafikkarte jetzt nicht so.
Aber vielleicht spielt man mit dem Gedanken hinterher zu sagen, okay, ich habe einen 12.900K, jetzt möchte ich eine 3080 Ti oder gar eine 3090 Ti einbauen. Da werden 750 Watt irgendwann schon ein bisschen knapp. Hier haben wir auch schon Windows 11 mit dabei. Das macht natürlich Sinn mit diesem Prozessor, weil der hat diese Performance- und Efficiency-Kerne. Dann ist das in Ordnung. Und hier haben wir halt die BeQuiet Silent Loop 2. Das ist die 360er. Die wird nicht ausreichen für den Prozessor. Ich kriege den Prozessor selbst mit einer Custom-Wasserkühlung und zwei Radiatoren sehr schlecht gekühlt. Also der Prozessor ist echt eine harte Nuss. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung noch ein Video. Da testet das einer mit 3x360 Radiatoren und der kriegt die nicht gekühlt. Keine Chance. Und dann haben wir hier noch eine Gigabyte GCWB1733D. Das ist einfach nur eine WLAN-Karte. Dann haben wir auch hier schon das Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, diese WLAN-Karte, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2.329,93 €. Das System soll kosten 2.799 €. Der ist gar nicht so schlecht. Ich sage ja, konfigurationstechnisch hätte man vielleicht eine 3080 reinschmeißen können. Ja, die Wasserkühlung wird diesen Prozessor nicht packen. Lieber den Prozessor vielleicht ein bisschen beschneiden, ein 12.700K reinpacken und dann einfach eine 3080 oder 3080 Ti. Wäre sinniger gewesen. Preislich gesehen ist es schon teuer, aber ist nicht so krass teuer wie der erste. Also wenn ihr den jetzt gekauft haben solltet, ihr wurdet nicht komplett abgezogen, sondern nur ein bisschen. Und dann haben wir hier den letzten PC, das ist der Acom Ultra Gamer Ryzen 5 3070. Ja, der unterscheidet sich nicht großartig von dem ersten, hat aber einen anderen Preis, 1.999 €. Und hier ist jetzt so ein Punkt, da sieht man natürlich, dass die Hardwareabbildungen wirklich abweichen. Also dieser CPU-Kühler ist nicht dieser Kühler. Ich zeige ihn euch mal kurz. Das ist der Kühler. Also der ist natürlich meilenweit entfernt von dem hier. Also von daher, auch die Grafikkarte glaube ich nicht, dass die verbaut ist. Die hat auch noch so ein Display und so. Egal, wir schauen uns mal die Komponenten an. Hier haben wir den 5600X wieder drin. Braucht man nicht weiter drüber zu reden. Hatten wir eben schon, genauso wie den RAM. Dann haben wir auch eine 3070 hier drin. Auch wieder freie Wahl, welcher Hersteller oder welches Kühldesign. Deswegen glaube ich nicht, dass es hier die Aorus Master ist oder was da gerade drin steckt. Hier haben wir eine 1TB SSD drin und eine 2TB HDD. Das ist natürlich ganz nice zum Auslagern von Bildern, Videos, vielleicht auch Spielen. Natürlich habt ihr bei Spielen dann längere Ladezeit. Gerade bei GTA und so macht sich das bemerkbar, wenn ihr das auf einer HDD installiert. Ich würde es vielleicht gegen eine SSD tauschen, beziehungsweise das wirklich nur zum Auslagern nehmen für Videos oder Bilder oder so. Dann haben wir hier ein Gigabyte B550 Gaming XV2. Das ist ein Full-ATX-Board mit gekühlten Spannungswandlern. 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten habt ihr noch ganz viele Erweiterungsslots für WLAN-Karten oder ähnliches. Und 2 SSDs können auch noch mitverbaut werden. Bei den Anschlüssen haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, zweimal USB 2.0. Die Onboard-Grafik werdet ihr hier auch nicht benutzen und PS2 wahrscheinlich auch nicht. Das hätte ich mir bei dem ersten PC gewünscht. Ganz ehrlich, ja, der wäre immer noch zu teuer gewesen, aber das hätte ich mir gewünscht, weil das ein vernünftiges, sag ich mal, Einsteigerboard im B550 ist, gibt natürlich bessere, aber es ist Full ATX, sieht auch besser aus. Als Gehäuse haben wir ein IQ4000X RGB. Das hatte ich tatsächlich schon mal hier. Das war mein Review auf meinem Kanal von dem Kreativecke 2000 PC und da war der Airflow nicht so geil. Also wirklich nicht. Ich hatte ihn hier stehen, der wurde übelst laut mit dieser Wasserkühlung, die da drin war. Lag auch ein bisschen in der Wasserkühlung, klar. Eine 240er für einen Ryzen 5800X war nicht so das Wahre. Es ist designtechnisch und qualitativ ein gutes Gehäuse, aber Airflow-technisch ein bisschen suboptimal. Hier haben wir auch das gleiche Netzteil wieder mit drin. 2 Jahre Garantie, Windows 10, was auch ausreicht mit diesem Prozessor und diesen Kühler, den haben wir uns eben angeguckt. Dann wären wir da auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.318,99 €. Das System soll kosten 1.999 €. Nein, nein. Nein, nein. Selbst dieses System zu dem Preis von dem anderen für 1,7 wäre noch sehr suboptimal gewesen. 1.999 € für das System. Nein, lasst es einfach. Da kriegt ihr bei Dubaro und auch bei Krotus und was weiß ich, selbst bei Argando kriegt ihr bessere Angebote für das Geld. Also lasst die Finger davon. Was ist jetzt das Fazit aus der ganzen Nummer? Also konfigurationstechnisch sind die PCs gar nicht so scheiße. Also es gibt hier und da Mängel, die vielleicht ein bisschen gravierender sind. Zum Beispiel ein 12.900K mit einer 3070 zu nehmen. Wenn natürlich da jetzt Augenmerk auf den Prozessor liegt, weil er mit Blender oder so arbeitet, da ist es natürlich okay, da braucht er nicht so eine starke Grafikkarte. Allerdings ist es dann wieder so, dass die Kühlung nicht ausreicht. Ist ein bisschen schwierig. Die sind nicht so abgefuckt wie andere Systemintegratoren, dass die da eine 500 GB SSD bei einem 2000 € System oder so reinpacken oder so. Das ist dann schon okay, man muss ja so ein bisschen die Waage halten. Preislich gesehen finde ich die uninteressant. Der zweite PC war noch einigermaßen okay, der erste und der dritte waren völlig aus der Reihe getanzt.
Und wie gesagt, ich habe mir jetzt 3 Stück rausgesucht und wenn einer davon okay ist, ist das kein gutes Zeichen. Dass man mal einen Ausreißer hat, das ist klar. Dass man vielleicht von irgendeinem PC den Preis nicht aktualisiert hat oder so, das kann passieren. Aber hier haben wir 3 Stück. Ich habe einfach wild rumgeklickt, wirklich. Ich habe die nicht rausgepickt und mir nur die Scheißsysteme rausgesucht, sondern einfach nur Bild. Düpp, düpp, düpp. Wir nehmen das und dann ist gut. Naja. Also ich würde die Finger davon lassen. Schaut lieber bei Dubaro, Krotos, was weiß ich, Agando von mir aus oder CSL. Weil da werdet ihr auf jeden Fall einen besseren Deal kriegen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt an das Review bzw. Gewinnspiel. Das ist hier noch auf meinem Kanal aktiv. Das wird am Sonntag ausgelost in meinem Livestream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.